Guten Morgen! Wie ihr wisst, bin ich seit ein paar Wochen auf Instagram unterwegs. Den Link findet ihr in der Infobox und poste da eigentlich jeden Tag irgendwas aus meinem Alltag und natürlich auch der Ernährung. Und zwangsläufig schaut man da auch hin und wieder mal bei den anderen Instagram-Usern vorbei. Und da habe ich dann eine Sache, ausgehend von einem Schreibfehler, entdeckt, die ein richtiger Trend zu sein scheint. Zumindest wurden in den letzten Wochen tausende Fotos mit diesem Doppel-G gepostet. Und dann habe ich im Internet recherchiert und habe herausbekommen, dass dies eben kein Schreibfehler ist, sondern das bewusst so gewählt. Und da ich ja den Anspruch habe, dass meine Zuschauer immer am Laufenden oder am Nabel der Welt sind, was die vegane Welt angeht, möchte ich Euch heute die Erklärung dafür geben. Dazu noch ein kleines Unpacking-Video, was ich Euch am Ende auch noch zeige. Aber zuvor ganz kurz bevor ich das vergesse, was ich schon in den letzten Videos immer mal sagen wollte, das Resümee zu meinem Oreganoöl-Versuch. Wer das Video noch nicht gesehen hat, oben in den Infokarten kann man es sich noch einmal anschauen. Also ich habe eine Woche lang dieses Teufelszeug unverdünnt in den Zahn gekippt, extrem scharf. Und leider auch nach einer Woche null Veränderung. Also keine Empfehlung von mir für das Oreganoöl, wenn es um Zahnentzündung geht. Aber ich weise auch darauf hin, wie man bei dem absolut unglaublich positiven Feedback in den Amazon-Rezensionen lesen kann, dass da andere komplett anderer Meinung sind. Also den Link habe ich Euch auch in die Infobox gepackt, dass wirklich viele Menschen extrem positive und bessere Erfahrungen gemacht haben. Aber so ist es nun mal. Auch ich habe mittlerweile eine Person gefunden, die allen Ernstes in einem komplett für mich geschmackslosen Stevia noch einen Geschmack gefunden haben und was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Aber das beweist einmal mehr, dass die Menschen unterschiedlich sind. Und daher eben auch der Hinweis, nur weil für mich das Oreganoöl nichts gebracht hat, werde ich nicht behaupten, dass es generell überhaupt nicht hilft und auch für andere nicht helfen kann. Ich habe es probiert und kann für mich einen Haken dahinter machen. Und diese Information und diese Erfahrung, die teile ich mit Euch. Das war's. So, nun zum Vegan. Das Doppel-G hat seinen Ursprung in der Bezeichnung Egg, also Ei. Und integriert in das Wort Vegan entsteht eben dann ein Vegan und bezeichnet ein pflanzliches Gericht, was mit einem Ei aufgepeppt wird. Sowohl geschmacklich, gesundheitlich wegen der Proteine, als auch, und jetzt kommt das Perfide, optisch. Denn dieser Trend des Veganismus entstand in der Tat bei Instagram und fördert nun weltweit Anhänger und die Texte häufen sich auch immer mehr. Es gibt mittlerweile schon Menschen, die sich als Veganer bezeichnen, wie die 23-jährige Vicky Ann Hedley, eine sehr bekannte Foodbloggerin aus England, die sich nach eigenen Angaben seit 2 Jahren vegan ernährt. Und der Trend begann eben damit, dass so ein weißes Ei mit einem gelben Akzent des Eidotters eine tolle Note in sein Bild reinbringt, da man es ja auch kochen und braten kann, auch pochiert und roh fotografiert, durchaus seinen Reiz hat. Und das ist kein Scheiß, den ich erzähle. In der Tat haben Veganer, die bei Instagram aktiv sind, Veganer, ganz normale Veganer, pflanzliche Essen, unter dem Vorwand der schöneren Fotos, wieder Eier in ihre Ernährung aufgenommen. Daran erkennt man auch, dass die Kritik, die vor einigen Jahren aufkam, als viele vegan wurden, da es zum Trend wurde, durchaus ihre Berechtigung hat. Denn wenn man tierische Produkte wie Eier wieder nutzt und damit für das tägliche Schreddern von fast 1 Million Küken allein in Deutschland mitverantwortlich ist, dann kann die Umstellung nicht wirklich Substanz gehabt haben. Entsprechend, semi-schockiert bin ich dann auch. Natürlich kenne ich die Menschen, die Worten eine sehr große Bedeutung beimessen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Aber dass man eine Lebenseinstellung aufgrund eines schöneren Fotos abändert und damit für den Tod von Millionen von Lebewesen verantwortlich ist, das lässt mich dann doch schon etwas frösteln. Also tut mir einen Gefallen und unterstützt diesen hochgradig dämlichen Trend bitte nicht, indem ihr diese Fotos liked, nur weil ihr denkt, dass sie sich vielleicht verschrieben haben. Und irgendein Gelb wird sich da wohl finden lassen, liebe Veganer. Entsprechend eine Zitrone oder eine Sonnenblume oder irgendwas, was gelb ist. Dafür muss doch kein Tier sterben. Ich bin da völlig fassungslos über so viel Stumpfsinn. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid, wenn ihr mal das Wort vegan hört. Also ja, als letztes noch ein spontanes Unpacking eines Pakets, wo ich nicht wusste, was drin ist. Ich verabschiede mich dann entsprechend jetzt schon mal an dieser Stelle und weise noch auf meinen wöchentlichen Live-Talk hin, Donnerstag 20 Uhr. Ihr ruft entweder live an oder stellt Fragen im Chat und wir kommen dann gemeinsam ins Gespräch. Jedes Thema ist wie immer willkommen und jeder Gast wird auch respektiert.
Also dann, macht's gut, euer Christian. Tschüssi. Weil ich heute Geburtstag hab, da hab ich mir gedacht, und irgendwie geht das Lied leider, mir fällt der Reim nicht ein. Ich habe wieder ein Paket bekommen und das Schöne ist an Paketen, wenn man nicht mal weiß, was man bestellt hat und entsprechend hier steht drauf Naturata, das heißt, es soll irgendwas Gesundes sein, was zu essen und da dachte ich, da mache ich mal ein Unpacking, weil ja, einerseits bin ich selber überrascht und andererseits kann ich euch vielleicht irgendwas vorstellen, wobei ich eben nicht genau weiß, was ich euch vorstellen kann. Also ich habe es wirklich nochmal intensiv überlegt, aber ich weiß es tatsächlich nicht, was ich da bestellt habe. Es muss also was sein, was sehr, sehr lange gebraucht hat. Also kann ich schon mal sagen, der Naturata-Versand ist nicht der schnellste. Oder ich habe schon Alzheimer und habe es vergessen. Muss ich mal in mein Video mal reinziehen, wie ich Alzheimer vermeide. Weiß ich gar nicht, ob ich da schon ein Video habe. Ja logisch, wie soll ich das auch wissen, wenn ich Alzheimer habe? So. Und da bin ich schon mal gespannt. Jetzt weiß ich wieder. Ich habe bei Flores Farm bestellt, nicht bei Naturata. Also Flores Farm hieß die Webseite. Ja, ja, das ist, da weiß ich, was es ist. Also, das kann man rausholen. So. Drei Sachen habe ich da bestellt. Und zwar, ich esse ja jeden Tag, um meinen Jodhaushalt klar zu kommen, so eine Wakame-Alge. Und zu dieser Wakame-Alge, zu den 10 Gramm, schmeckt eine Sache richtig, richtig geil. Und das ist diese super Kombination, die richtig voll und herzhaft schmeckt. Was ich jedem empfehlen kann, jeden Tag eine Wakame-Alge zu nehmen, plus eine Paranuss. Also nicht eine Paranuss, sondern drei Paranüsse zur Alge. Und ja, bei den Paranüssen esse ich also nicht viel, sondern drei täglich. Und ja, und da würde ich halt wirklich eine gute Qualität haben. Und da habe ich ein bisschen recherchiert, wo man Paranüsse kaufen kann. Und was man da, worauf man achten muss. Und da habe ich irgendwo gelesen, dass der hohe Selengehalt, und also dass überhaupt der Selengehalt nur in Paranüssen vorkommt, die wild in Südamerika wachsen und aufgrund der ausgelaugten Böden in China da gar kein Selen drin ist von den chinesischen Paranüssen. Und entsprechend wäre das ja schön scheiße, wenn ich Paranüsse kaufe, mit dem Ziel Selen drin haben zu wollen und dann ist gar kein Selen drin. Und man kann das ja auch nicht rauskriegen. Von daher habe ich dann einfach mal, ja, bei gesurft im Internet, eine vertrauenswürdige Quelle, und natürlich auch geschaut, ob da vielleicht sogar Rohkostqualität zu bezahlbaren Preisen möglich ist. Und das WOR steht für Rohkostqualität und entsprechend habe ich mir jetzt sozusagen relativ preisintensive Paranüsse bei der Flores Farm geholt, weil ich ja wirklich nicht viel esse. Ja. Und da die Mindestbestellwert hatten, bis sie kostenlos geliefert haben, musste ich ja quasi noch andere Sachen holen. Und dann habe ich auch in der Rohkostqualität Ananasstücke geholt. Getrocknete Ananas schmeckt sehr, sehr genial, allerdings bitte nur in Rohkostqualität. Es gibt, ich sage das nicht, weil ich jetzt Rohköstler bin, sondern weil ich viele Trockenfrüchte probiert habe. Einmal in Rohkostqualität und einmal normale Qualität. Ich habe auch schon mal ein Testvideo, glaube ich, dazu gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass es einige Früchte gibt, wo Rohkostqualität sich definitiv lohnt. Und da muss ich sagen, Ananasstücke gehören dazu. Normalerweise kaufe ich die im Vegastore, weil ich da ein Stück billiger kriege, weil ich da 5% Rabatt kriege mit dem Bonuscode AvocadoSucks. Und da ich aber jetzt nun in einem anderen Shop bestellt habe und den Mindestbestellwert erreichen müsste, wollte ich mal die Konkurrenz testen. Aber ich empfehle euch, wenn ihr Ananasstücke in Rohkostqualität kauft, und wie gesagt, nicht zu vergleichen mit getrockneten Ananas, auch ungesüßten getrockneten Ananas aus, kannst du nicht vergleichen mit Ananas in Rohkostqualität. Und entsprechend, ja, ich kaufe meine im Vegastore und ja, die kaufe ich halt. Vegastore, wie gesagt, auf meiner Webseite brauche ich euch nicht mehr zu sagen, oder? Auf meiner Webseite findet ihr, dass ihr sozusagen beim Vegastore 5% Rabatt kriegt, genau wie ich selber. Ich bestelle sozusagen über meinen eigenen Bonuscode. Und müsst ihr nur Avocado Sucks eingeben und vorher den Link klicken, der da ist. Also wenn ihr auch im Vegastore einkauft, bevor ihr einkauft, unbedingt den Link klicken und dann gibt es 5% Rabatt. Und von den 5% bekomme ich nämlich auch nur 1% wieder auf mein Konto zugeschrieben. So, das heißt, ihr unterstützt mich damit. Und dann habe ich hier noch, auch in Rohkostqualität, wilde Pekannüsse. Wilde Pekannüsse sind im Gegensatz zu normalen Pekannüssen wild. Das bedeutet, die sind kleiner und wachsen tatsächlich, ja, sag ich mal, etwas wilder. Aber ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Und ihr seht schon an der Größe der Packung, warum ich die Packung gekauft habe. Weil nämlich genau noch etwas
am Bestellwert gefehlt hat, 5 Euro oder sowas, und deswegen habe ich schon mal die wilden Pekannüsse gekauft. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Bäume sind so schon relativ wild, ich glaube nicht, dass die Bäume in irgendeiner Weise gepflegt werden. Aber drauf geschissen, das sind wilde Pekannüsse in Rohkostqualität und ja, die besten überhaupt. Ich habe keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall alles testen, werde euch dann auch bei Interesse, sagt mir Bescheid, ob ihr das wissen wollt, ob irgendwas hier besonders anders ist, und werde euch das dann sagen. Und ja, das soll es gewesen sein. Unpacking von Flores Farm, die aber unter dem Deckmantel Naturata liefern und somit einen unglaublich verwirren.